Hallo und recht herzlich willkommen vom Marktplatz von Ark, auf der sich dann natürlich auch die Bank befunden hat. Manchmal das übliche Problem, den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, ne? Egal, hinein in die Bank. Und dann wollen wir mal gucken, ob uns das irgendwas gebracht hat. Wir haben ja mittlerweile zweierlei Sachen ausgesucht, beziehungsweise erhalten. Und zwar haben wir einmal im Inventar, ich war hier auch noch nie, muss ich gestehen, wir haben ja im Inventar, wo wird das aufgeführt? Wir haben ja den Banktresorschlüssel des Balsamierers. Und wofür ist die Felsenzuflucht? Und hier den Tresorschlüssel 2111. 1211 und 2111. Da wird sich jetzt mal. Kann man hier was stehlen oder wird man dann hier direkt erschlagen? Was denn? Hm? Ja, Entschuldigung, wer sind Sie? Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen oder gar ein Eigenheim erstehen? Das wäre eigentlich alles ganz schön, weil es halt so viele Zinsen dafür gibt. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Wollt ihr ein Goldfach eröffnen? Ich wollte eigentlich... Euer eigener Tresor in unserem Hause. Und das Beste daran, dank unseres großmütigen Zinssatzes vermehrt sich euer Gold, je länger ihr es bei uns aufbewahrt, von alleine. Meistens gebe ich das Gold ja immer aus. Sehr gut. Wir brauchen 100 Groschen Startguthaben, damit sich der Aufwand für uns rentiert. Danach könnt ihr jederzeit mehr Geld einzahlen oder abheben. Okay. Gut. Sehr schön. Ihr werdet es nicht bereuen. Hier, das ist euer persönlicher Tresorschlüssel. Damit könnt ihr, falls der Tresen unbesetzt ist, auch jederzeit nachts auf euer Goldfach zugreifen. Ah, sehr schön. Wenn ihr etwas einzahlen wollt, legt es einfach in die Truhe oder gebt es einem der Bankiers. Ach, und falls ihr Beteiligungsscheine oder dergleichen habt, gebt sie auch einfach hier ab und wir verrechnen sie zukünftig mit euren Zinsen. Tada! Okay. 2112. So. Ja. Anteile an etwas eben, einer Brauerei oder einem Tuchhandel zum Beispiel. Aber ihr scheint keine Frau der Münze zu sein, weswegen das vermutlich nicht weiter von Bedeutung für euch sein wird. Nee, nicht wirklich. Bin mehr etwas, ja. So, wo kann ich mein Goldfach einsehen? Natürlich. Aktueller Kontostand 100, abheben, verlassen. Ich möchte einem Anwesen. Okay. Schreitet wohl. Wo kann man denn von alleine zu seinem Goldfach gehen? Überaus sicher. Ja. Okay. Aha, hier sind wir also an den Schließfächern, wie es aussieht. Sind wir hier bei Gringotts? Oder wie heißt die Bank von Harry Potter? Können wir uns ja wenigstens mal ein bisschen umsehen. Ich als alter Dieb, oder? Bin da sehr interessiert dran, hier rumzulaufen. Okay. Aha, okay. Ah, hier sind Zahlen untergebracht. So, und wir haben die Schlüssel. Moment. 1211, 2112 und 2111. 11, 12, 1, 2, 2112 haben wir auf jeden Fall. Geöffnet mit dem Bankdurchsuchen. Bankfach. Das ist mein Bankfach wahrscheinlich einfach, ne? Der macht das mal wieder zu. Der klaut das nach einer. 2111. Hab ich ja den Schlüssel hier. Ah, Morgenlufttrank. Schlechter von Ark. Tada. Und Kohle? Ah. Für 14, das sah viel mehr aus. Ja, okay, nehme ich. Unsichtbarkeitstrank. Wie nett. Machen wir wieder zu. So, und wo war, was hatten wir noch? 1211. Das ist aber hier nirgendwo. 1211. Okay, hier ist auch nichts drin. Wo ist das Bankfach 1211? Ah, hier sind überall Zahlen, oh mein Gott. 1211.
Das ist ja geil gemacht, oder? Finde ich das jetzt nur wieder geil. Zellentür, oh mein Gott. Ey, da will ich rein. 12, 11, okay. Mal gucken, hier waren noch mehr Räume, oder? Da geht's. Das ist eine Zellentür, what? Ah, hier, 12, 21, 11, 22, 12, 11, 12, 12. Ja, ich hab das Schlüssel, ich hab das, hab da, hab ich, ah, es war 12, 11, Entschuldigung. So. Massiver Schädel, brauche ich nicht. Bogen beschwören, habe ich schon. Naja. Gott, was ist der Schädel wert? Ich meine, auf der anderen Seite können wir halt alles verkaufen. Was soll der Geiz? Machen wir zu. Gut ist. Hier könnte man zum Beispiel einbrechen dann, oder? Nee, das benötigt alles einen Schlüssel. Findet man aber. Finde ich gut gemacht. Finde ich sehr interessant. Das verknüpft die Quest nochmal irgendwie so schön. Ja, also wenn man irgendwo draußen was gefunden hat, dass man dann in der Bank dann nochmal so dieses Geheimnis. Ja, schreitet auch wohl. Ach, eigentlich gar nicht. Ich habe jetzt 100 Goldstücke bei dir gelassen. Habt ihr mal. Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ja, Mann, doch nicht schon wieder, Alter. Jetzt frage ich mich gerade, habe ich jetzt wieder diesen Händler-Bug ausgelöst, dass hier keiner ist? Oder ist es wirklich, weil es Nacht ist? Gehen wir mal bei irgendeinem Händler rein. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass ich Sachen von selber klären. Gehen wir mal in die Schneiderei. Und mal gucken, ob das, weil ich habe ja die Zeit wieder laufen lassen. Hui, Magiergrube, hui. Hui, 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 willst du was verkaufen? Herr Edeltuch? Schreitet wohl. So, wie sieht's... Schreitet wohl. Ah ja, okay, das sieht ja jetzt wieder so ein bisschen aus, als wenn ich einmal, Verzeiht mir, aber ich schließe nun. Kommt doch einfach morgen wieder. Okay, er macht zu. Verzeiht mir, aber ich schließe nun. Ja, ja, ja. Also muss ich irgendwo schlafen gehen, damit sich die Händler wieder beruhigen. Also für die Händler in Ark ist anscheinend nicht so eine tolle Geschichte, wenn ich das hier schneller laufen lasse. Das scheint da zu Problemen zu führen. Muss jetzt nicht zwangsläufig auch bei euch sein, aber vielleicht, wenn ihr das unterdrücken könnt, dann eventuell, wenn euch das nicht so wichtig ist. Ich habe ja hier quasi Tag werden lassen. Meine Meinung will ja keiner hören. Wollen wir zum Tempel oder was? Fremdenviertel, interagieren, Tempel. Sonnentempel. Funktioniert hier gerade nicht. Oh Mann, oh. Komm, wir haben noch Rollen dabei, oder? Komm, benutzen wir einfach. Achtung. Und da fliege ich schon. Ist halt die Frage, ob wir überhaupt dahin wollen. Doch, weil ich will ja einmal schlafen gehen. Und wo kann ich besser schlafen gehen als da oben? Und ich habe jetzt keinen Bock, hier eine Stunde lang rumzusuchen, um irgendwie Häuser zu finden oder irgendwie sowas. So. Ich finde, dann haben wir jetzt aber auch so langsam mal... Hättet ihr nicht mal wieder Bock, ein bisschen Hauptquest zu machen? Oder ist das so eigentlich für euch, dass ihr das so nebenbei laufen lasst, wie so ein Hörspiel abends zum Einschlafen? Desirus labert und läuft irgendwie so da rum und so. Das könnte ich persönlich sogar ganz gut verstehen. Das könnte ich mir sogar selber vorstellen, das so zu machen. So, ich gehe mal hier ins Sanktum rein. Und ich meine, im Sanktum kann man auch pennen. Zumindest im Bett vom Obermeister oben. Oder gab es hier nicht auch... Gemächer. Okay, Moment, Arcana Verzauberer. Können wir irgendwas entzaubern? Du bist nicht ein Schädellosigkeit, wohin man schaut. Braucht eigentlich auch keine Sau, oder? Zerstör ich! Haha! Zerstör ich einfach alles. Arbeit, Arbeit. Weil ich kann. Arbeit. Ich habe doch, glaube ich, sogar eine Mana-Kette, ne? Eigentlich brauche ich den Arkanenverzauber gar nicht. Oder jedenfalls jetzt gerade nicht. So. Zeug so teuer sein. Ich finde, ich habe in letzter Zeit eigentlich auch jetzt, oder zumindest die letzten Stunden, ganz ordentlich aufgelevelt und ganz ordentlich was dafür getan, dass der Charakter ein bisschen stärker geworden ist.
Das ist sicherlich bei Weitem noch nicht das Optimale, das Optimum, was man rausholen kann. Da bin ich mir natürlich auch bewusst drüber. Aber ich finde, so langsam so ein bisschen in der Geschichte weitermachen, tut dem Spiel dann auch ganz gut. Das fand ich, das war auch so ein Ding bei Witcher, dass ich mich da irgendwann halt so sehr in den Nebenquests verrannt habe, dass es halt für die Leute langweilig wurde, glaube ich, zu gucken. Und dann brauchtest du einfach so ein ganz klein bisschen. Warum sie jetzt hier schlafen darf, weiß ich auch nicht. Ist aber einfach so. Lassen wir sie mal 24 Stunden pennen. Da war es dann halt auch so, irgendwann, wo dann anfing, die Hauptquest wieder richtig Gas zu geben, war es halt irgendwie extrem geil. Ja, da ging es dann so Schlag auf Schlag, bam, bam, Story, bam, Handlung, Zwischensequenz und so. Und dann, wow, das war ja wie eine Achterbahn der Gefühle und der Szenarien. Und das verlierst du natürlich irgendwann, wenn du hier bei Enderal einfach nicht mehr der Hauptquest folgst, sondern so vor dich hinspielst. Ja, das ist, macht alles noch vollkommen Spaß und ist alles noch vollkommen okay. Das alte Let's Play Light, dass es dann für die Zuschauer nicht so spannend sein könnte. Ja, so einen vernünftigen Mittelweg, das ist ja, glaube ich, immer ganz wichtig. Aber so, ich denke nicht, dass ihr, das habe ich ja schon mal erwähnt, ich denke nicht, dass ihr bei jeder einzelnen Nebenquest dabei sein müsst. Kommt man eigentlich hier hin? Mal den 70. Vers abschreiben. Wir könnten jetzt mal einmal, wenn es jetzt nicht gerade abstürzt, könnten wir mal einmal noch zur Schmiede gehen. Oh, ist das hier eine Art Balkon oder was? Hier war ich ja noch nie. Sterbe ich, wenn ich hier runterspringe? Sterben! Nein. Wieso scheiß Wetter hier, ne? So grau in grau, was soll das hier? Wie wär's hier mal mit schönem Wetter, meine Freunde? So, zack. So, wenn das Video so grau ist. Oh, früher sah das Spiel viel besser aus. Machst du anderes Wetter aus, an. Sieht's halt wieder geil aus, ne? So. Mal eben gucken, was haben wir denn überhaupt so an Zauberbüchern noch, die wir noch nicht gelesen haben. Bogenbeschwören, das ist neu, den habe ich gekriegt. Totenfunke. Totenhau. Zweiter Brief des Chors, das brauchen wir, glaube ich, alles nicht. Hab ich hier noch irgendwas? Ja, ist mir egal. Und noch ein Stück Käse. So, wir gehen mal in die Rüstkammer hinein. In der Rüstkammer müsst ihr dann Lehrlingsbücher für, da ist sie wieder da. Ach, ja, ich weiß. Jetzt komm, jetzt hier keine Laberei. Komm. Oh nein, ich habe wieder den Bug, dass sie nicht mit mir reden. Nein, bitte. Red mit mir. Komm, red mit mir. Bitte. Mach's dann. Oh nein, sie reden wieder nicht mehr mit mir, die Schweine. Da lässt du einmal die Zeit schneller laufen, damit es irgendwie Tag ist und schon redet wieder keiner mit dir oder was. Ey, das darf doch wohl nicht wahr sein. Und beim letzten Mal habe ich das ja wirklich damit gefixt. Ne, guck mal hier, wieder alle weg. Und hier habe ich schon alles ausgeplündert. Und das habe ich ja beim letzten Mal wirklich damit gefixt, dass ich halt geschlafen habe. Und dann irgendwann ging es wieder von alleine. Und ich wette, wir finden die jetzt hier im Bett. Das soll doch mal einer verstehen. Ja, genau. Jetzt pennen die wieder. Ui, 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 ui. Wenn ihr eine Idee dazu habt, wie man das besser fixt, eigentlich hat das ja mit dem 24 Stunden Schlafen beim letzten Mal ganz gut geklappt. Müssten wir vielleicht nochmal wiederholen. Oder... Wer hat denn jetzt gelabert hier? Oh. Naja, sei es drum. Kann ich alles haben, ne? War ich wieder ungeduldig? Habe ich mir wieder selber verbockt? Ich weiß, ich weiß. Ahoi. Das ist die einzigste, was die immer sagt. Ahoi, ahoi, ahoi. Elementarismus verschrieben, nicht wahr? Was läuft die denn hier rum? Also. Wie schön. So, was haben wir überhaupt noch hier so am Tresor? Hups, ich versinke. Was haben wir überhaupt hier noch so vor, überhaupt im Let's Play und überhaupt? Was geht hier noch ab? So, wir wollen Wildmagierin Aura Millentanz zur Strecke bringen. Das ist eine Nebenquest, das ist vermutlich relativ einfach. Teil von etwas Bedeutsamen.
Lishari wurde ermordet, das wisst ihr vielleicht noch, mit Lexil die nächsten Schritte besprechen. Das tröstlose Feld. Achso, das ist der, der hat mir den Schlüssel gegeben zum Haus am Nebelheim. Das ist wahrscheinlich echt hart, wegen drei Sternen. Den flüchtigen Mörder. Das sind die Aufträge aus Flussheim. Naja, das interessiert mich nicht so. Das interessiert mich auch nicht so. Den Schlüssel zum Banktresor der Fuchsand zu Milbert bringen. Das sind also Nebenquests, ne? Die mich nicht so... Warum muss ich das eigentlich machen? Warum? Ich brauche das nicht. Wissen über Enderal sammeln. Wird schwieriger, Wissen über Enderal zu sammeln. Ich finde, jeder hat schon alles gesagt. So, das wäre jetzt zum Beispiel was, was ich aktuell machen könnte. Das wäre natürlich dann wieder was, was überhaupt nichts damit zu tun hat. Dass ich der Hauptquest folgen wollte. Oder wollen wir das machen? Mit Lexil die nächsten Schritte besprechen. Ist das im Sonnentempel oder was? Ja, komm. Wir machen das mal. Wir sind jetzt gerade hier. Machen wir noch ein bisschen Hauptquest, dann ist die Folge nicht ganz so leer am Ende gewesen, wie sie sich gerade anfühlt. Ich gestehe, dass ich das momentan spielerisch immer noch gut finde. Let's Play technisch finde ich, fühlt sich das gerade einfach leer an. Ja, da fühlt sich das irgendwie so ein bisschen so nach, ich weiß es jetzt auch nicht so genau, also nicht nach dem großen Durchbruch, sage ich jetzt mal. Schreitet wohl. Ja, schreitet mal selber. Geht weiter. Naja, schreitet wohl. Guck mal, dann sagen sie, schreitet wohl, ne? Kaum hast du die brennende Hand. Das sind, oh, hier alles ein paar Schlappschwänze. Und was eine lahme Folge, ich laufe nur hin und her. Ich würde das Video haten ohne Ende. Wenn ich das gucken würde, ich wäre eingeschlafen mit dem Kopf auf der Schreibtischplatte. Wieso guckt das einer noch? Kann ich wieder Witcher spielen? Oh Mann. Lexil die nächsten Schritte besprechen. Das ist nicht Lexil. Das ist Thealor. Was passiert, wenn ich jetzt mit Thealor rede? Da wird da oben das angezeigt. Das heißt, wir verdanken euch die Schlitter des Siegelsteines. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das einmal so... Ja, ja, labert mich doch nicht alle voll. Ich bin gerade hier ein bisschen angenervt. Ich hoffe, ihr behaltet recht. Ah! Diese Maschine kann uns tatsächlich... Geh weg! Ich hoffe es wirklich. Geh weg! Lass mich in Ruhe, du Penner! Ah, jetzt geht der auch noch da durch. Ich pack's nicht. Profi. Nein, labert mich nicht wieder voll, bitte nicht. Ich lauf schon weg. So, hier oben wird jetzt nochmal eine Tür angezeigt. Nicht mit mir labern. Immer diese Anlaberei von der Seite. Ich bin das Wunderkind, lasst mich in Ruhe. Welche gottverdammte... Wo hat denn der sich jetzt verborgen, bitteschön? Könnte das bitte mal irgendwo angezeigt werden? Wieder hier raus? Oh Mann, das ist aber wirklich auch eine Folge, ey. Die ist ja mal zum Kotzen. Das ist, glaube ich, die schlimmste Folge aller Zeiten. Ich glaube, ich mache jetzt einfach mal 3 Tage Enderal-Pause, um so ein bisschen frisch, mit frischem Mut und frischem Elan irgendwie ranzugehen an die Sache. Ah, jetzt ist es da drüben. Hallo, Kalia! Oh, na, wie geht's? Alles gut bei dir? Naja, wie ich dir schon erzählt habe, die Zeit in der Skuola war sehr fordernd. Nur ab und an gaben uns die Magie. Das hat sie alle schon erzählt, ne? Meistens in die Tavernen verschwunden und haben gezecht. Ich bin dem meistens ferngeblieben. Brauchst du nicht einmal Ruhe und Entspannung? Doch. Aber wenn ich sie brauche, dann tue ich das lieber bei einem Spaziergang. Ja, das hast du uns alle schon erzählt, ich weiß. So, ich lasse dich jetzt einfach stehen. Welches Geheimnis auch immer dahinter steht. Sie redet da noch vor sich hin so. Oh mein Gott. Ich bin heute echt ein unhöflicher Let's Player, glaube ich.
So, wo ist der jetzt? Verdammt nochmal, halt's Maul! Jetzt. Wo ist Lexi? Alexi, Bexi, Lexi hier. Nicht lass. Muss ich doch hier irgendwo rumtreiben. So, ist es das? Da ist er. Nee, warum ist denn jetzt hier. Doch, das ist doch Lexi. Ah, wenn das nicht die Prophetin ist. Was ist mit euch? Ihr seht beklommen aus. Ist ja auch ein bisschen was passiert. Lishari ist tot. Ich weiß, dieser Scharim hat es schon erzählt. Ich kannte sie kaum, aber es ist dennoch schrecklich. Erst Funkenschlag und jetzt sie. Sie. Wir müssen den Täter finden und das schnell. Aber damit sage ich euch vermutlich nichts Neues. Malfas sei Dank haben wir kürzlich einen Durchbruch mit dem Leuchtfeuer erlangt. Das hat mir Yslan erzählt. Wisst ihr jetzt, was dem Leuchtfeuer noch fehlt? Zumindest was die Sockel angeht, ja. In den Schriften aus Alto-Tulgrad ist von einer schwarzen Glut die Rede, die eine Art Energiequelle für die Maschine darstellen soll. Okay. Irgendwelche Anhaltspunkte, was genau diese schwarze Glut sein könnte? Das haben wir uns die letzten Wochen gefragt. Und dann ist es uns wie ein Fell von den Augen gefallen. Die Pyreer meinten die schwarzen Perlen. Vermutlich kennt ihr sie nicht. Es sind alte Schmuckstücke, manchmal auch schwarze Steine genannt. Sie tauchten das erste Mal in der goldenen Ära auf. Und jeder, der etwas auf sich hielt, kämpfte darum, eine im Besitz zu haben. Angeblich stammten sie aus Tirmatral, dem Herzen Arkwens. Dekadenlang wechselten sie also immer wieder den Besitzer. Mal durch Gold, mal durch Gewalt. Das Ganze nahm erst ein Ende, als den Besitzern ein unangenehmer Nebeneffekt auffiel. Lasst mich raten, die Perlen waren verflucht. Das finde ich besser. Alles hat einen Haken, manchmal auch einen umgedrehten. Aber die Perlen waren nicht mit einem Fluch belegt, zumindest keinem ordinär magischen. Dennoch teilten alle Besitzer über kurz oder lang dasselbe Schicksal. Fürstin Katua beispielsweise, die nerimesische Gräfin, deren Schloss bis auf die Grundmauer niederbrannte. Laut einem Überlebenden war sie selbst dafür verantwortlich. Man hatte sie in jener Nacht gesehen und sie soll hysterisch schreiend und lachend im Thronsaal umhergetanzt sein und Feuerwellen beschworen haben. Obwohl sie bis zu diesem Tage keinerlei magische Begabung hatte. Okay, dann haben die Perlen ihren Besitzern magische Kräfte verliehen? Richtig. Plus, sie zeigten Krankheitsmerkmale wie die Besessenen des roten Wahnsinns. Eine seltsame Parallele, wenn ihr mich fragt. Allerdings, was ist passiert, als das bekannt wurde? Tja. Die, die eine Perle besaßen, versuchten sie irgendwie loszuwerden oder in ihren Schatzkammern wegzusperren. Und irgendwann sind sie einfach in Vergessenheit geraten. Erklärt ihr eure Theorie, Erzmagister? Ja, natürlich. Wir glauben, dass sie Energieträger sind, in denen pure, ungebündelte Magie fließt. Und dass die Hohen sie sich zunutze machen. Zunutze machen? Ihr meint, die Perlen verursachen diesen roten Wahnsinn? Richtig. Die Magie der Perlen gibt den Trägern Macht, aber die Hohen verpesten sie. Wie ein vergifteter Trank sozusagen. Ich weiß, es klingt weit hergeholt. Aber die Parallelen sind zu auffällig. Das Leuchten in den Augen der Opfer, das langsame Abgleiten in den Wahnsinn und schließlich der irrationale, alles zerstörende Gewaltakt. Boah, aber diese Vorfälle, von denen ihr sprecht, liegen doch Jahrzehnte zurück. Und ihr denkt, wir benötigen diese Steine, um das Leuchtfeuer zu entzünden? Richtig. Nichts anderes auf der Welt verfügt über so viel unverdünnte Macht. Und deshalb werdet ihr sie finden. Ja. Wenn nicht ich, wer dann? Sagen wir so. Das war's? Ja. Nix. Und deshalb werdet ihr sie finden. Okay. Verstehe. Und wie sollen wir sie aufspüren? So wie ihr das beschrieben habt, sind doch die Dinge auf ganz Wün verstreut. Ja, aber wir brauchen nicht alle von ihnen. Das Leuchtfeuer hat genau 3 Fassungen und so viele der Steine werden wir auch hier auf Enderal finden. Erzmagister? Ich habe die Geschichten der Perlen als junger Arkanist studiert und meine Aufzeichnungen sollten euch Anhaltspunkte geben.
Gebt mir bis morgen, dann habt ihr die relevanten Auszüge. Gut. Sonst noch irgendwas, was ich wissen sollte, beachten müsste? Kommt einfach immer zu mir, wenn ihr Fragen habt. Und beeilt euch. Tada! Vielleicht habt ihr es schon bemerkt, aber nerimesische Stoßtruppen durchstreifen das Land und errichten Stützpunkte. Je früher wir die Steine haben, desto besser. Okay, seltsam alles. Kann ich mir hier einen Stein klauen? Kleiner Stein. Seelenstein. Ist das okay, Meister? So, worum geht's jetzt? Wartet, bis Erzmagister Merael die Dokumente vorbereitet hat und es soll wieder einen Tag dauern. Und dann geht's ganz einfach weiter. Ich werde an dieser Stelle ganz einfach mal den Break machen für das heutige Video. Einmal für mich speichern und dann ganz einfach gucken, ob ich das Spiel nochmal so hinbekomme, dass auch die Händler wieder da sind, dass ich ein paar Dinge kaufen und verkaufen kann und so. Das ist ja doch immens wichtig. Und ich sage ganz einfach, bis zum nächsten Mal. Ich habe einen mächtigen Seelenstein gestohlen. Haut rein.